Hi Leute, hier ist 5404 auf dem Channel Movie Makers 011. Heute ist Dienstag und ich bin mit meiner Review dran. Ich habe heute sehr überlegt, welchen Film ich nehme. Und da habe ich einen Film genommen, den ich gestern Abend gesehen habe. Und zwar habe ich gestern Abend gesehen Charlie Bartlett. Den Film hatte ich in einem meiner letzten Updates auf meinem Channel gezeigt. Ich meine, das vorletzte war es. Und es war mehr ein Blindkauf, wurde mir halt empfohlen. Eigentlich, also hätte ich ihn jetzt nur so gesehen, hätte ich ihn glaube ich nicht gekauft. Hätte mir den keiner empfohlen. Ich weiß nicht, irgendwie spricht mich der so vom Cover vorne nicht an. Allerdings wurde er mir empfohlen und ich habe ihn mir gekauft und auch gesehen. Und ich fand ihn sehr, sehr gut. So, einmal zu den Schauspielern. Die meisten Schauspieler, vor allem von denen, die die Jugendlichen spielen, kenne ich nicht. Stehen da oben noch auch nochmal, aber mir sagen sie jetzt nichts. Anton Yelchin, Hope Davis, Kate Dennings. Doch diese Person hier, die könnt ihr vielleicht schon erkennen. Das ist Robert Downey Jr., der Schauspieler, der auch Iron Man verkörpert. Ja, der Film ist ab 12 freigegeben und das Cover, wie gesagt, spricht mich eigentlich nicht so an, weil ich das nicht schön finde. Könnt ihr mal eure Meinung zum Cover sagen? Also mir gefällt es nicht. Ist natürlich Geschmackssache, aber muss jeder selber wissen. Ja, dann auf der Rückseite haben wir halt ganz normal, ist recht bunt gestaltet, ist halt ein Film, der vor allem Jugendliche ansprechen soll. So stufe ich ihn jetzt mal ein. Ich würde ihn auch als gute Komödie bezeichnen. Und oben steht halt wieder wie auf dem meisten halt irgendein Werbespruch von irgendeiner Zeitschrift. Und darunter halt die Inhaltsangabe. Ein paar Bonusmaterialien hat er auch, allerdings nicht wirklich viele. Das ist einmal ein Audiokommentar, Toilettenberichte und ein Musikvideo. So, wieder absetzen. So. 93 Minuten geht der Film. Einmal drin. Dann war die Disc, kein Booklet. Die Disc ist genau wie das Cover, halt nur ohne die anderen, die dahinter stehen. Ja, in dem Film geht es halt um Charlie Bartlett, einen 17-jährigen Jungen. Es ist er hier, er ist Charlie Bartlett, dessen Mutter sehr, sehr reich ist und er ist halt auf Privatschulen, auf den teuersten Privatschulen. Und hat eigentlich alles, was man sich nur so wünschen kann. Trotzdem fliegt er von allen möglichen Privatschulen runter, weil er irgendeinen Mist macht. Der Film fängt zum Beispiel an, wie er von einer Schule runtergeschmissen wird, weil er dort gefälschte Führerscheine verkauft hat. Ansonsten ist er ein super Schüler, also man könnte sagen, er ist ein verdammt großer Streber, weil er wirklich nur gute Noten hat. Weiß alles und so weiter. Doch dann schickt die Mutter ihn auf eine Privatschule, na nicht Privatschule, auf eine öffentliche Schule, wo er so ganz und gar nicht reinpasst. Da er halt im Anzug rumläuft und einfach, also ist wie wenn auf eurer Schule jetzt jemand im Anzug aufläuft. Das machen selbst die meisten Lehrer bei mir auf der Schule nicht. Und wird dann natürlich direkt erstmal komisch angeguckt, kriegt auch direkt einen auf die Nase. Aber so nach und nach kommt er einfach in diese Schule rein, weil er sich halt selber verändert. Und man kann es auch sehen, Moment. Ne, ist hier leider noch nicht drauf. Und zwar bekommt er Pillen, die ihn halt ein bisschen ruhiger machen, weil er denkt halt immer so, er hat immer eine Vorstellung im Kopf, dass er vor eine große Masse tritt und da halt eine große Rede hält, wo die Schüler und alle Leute ihm zujubeln, was er doch für ein super Kerl ist und alles. Und dann bekommt er halt Pillen verschrieben gegen ADS, meine ich, genau. Und eigentlich braucht er die nicht. Also bei ihm, das sind so Pillen, die machen ihn halt wirklich richtig hyperaktiv. Und ja, dann kommt er halt einfach durch Zufall auf die Idee, diese Pillen an der Schule zu verkaufen, an Schülern.
und schließt sich damit einem zusammen, einem Schläger der Schule. Und zusammen verkaufen sie halt dann Pillen auf der Schule und geben halt so Therapiesitzungen auf dem Schulklo. Und das alles führt nach und nach zu großen Problemen. Das größte Problem ist eher für den Schuldirektor, und zwar ist das der Herr Gardner oder wie auch immer, der gespielt wird von Robert Downey Jr. Und hier unten steht dann halt noch als Abschlussspruch, also weiter erzähle ich jetzt nicht, was dann passiert, weil dann wird es wirklich lustig zum Teil. Und macht einfach, also ich habe mir gestern Abend, weil ich halt Langeweile hatte, habe ich mir gedacht, komm, guckst mal im DVD-Regal, welchen Film du guckst. Und dann habe ich mir halt wirklich für den entschieden. Und nee, hat wirklich Spaß gemacht, der Film, weil der hat mich direkt angesprochen von der ersten Minute an. Und ich kann wirklich nur weiterempfehlen. Und der beste Spruch ist natürlich hier unten. Die Western Summit High School hat schon alles erlebt, bis auf Charlie Bartlett. Und das ist genau passend, weil es dann wirklich chaotisch wird an der Schule und wirklich lustig. Also, wer den Film kennt, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Und sonst, wer ihn nicht kennt, kauft ihn euch ruhig. Also, ich denke mal, den Film kriegt man bei Amazon. Ich weiß es nicht. Also, ich habe ihn ja für ein paar Euro gekriegt. Durch Zufall. Aber ich denke mal, den kriegt man bei Amazon auch schon für unter 10 Euro. Also, solltet ihr vielleicht mal, vielleicht, wenn ihr ihn wirklich mal billig seht, nehmt ihn euch mal mit. Ist ein wirklich lustiger Film. Auch wenn es vielleicht nicht eure Genre ist, aber guckt ihn euch mal an. Ist ja auch nicht unbedingt meine Genre, aber wie gesagt, hat mir gefallen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Review. Euer Filmfan 104.